Ich habe den Selfie-Ständer von meiner Tochter geklaut. Was soll ich sagen? Meiner kaputt gegangen ist. So, geht so, ne? Also nochmal, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um ein sehr persönliches Video gehen, denn ihr habt oder ihr stellt mir immer wieder zwischendurch ganz, ganz viele private Fragen und ich dachte, ich beantworte mal, ja, 4, 5 von diesen Fragen, damit ihr mich einfach ein bisschen besser kennenlernt. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Frage und das ist auch, ja, eine sehr private Frage und zwar ging es um die Frühgeburten, die ich hatte. Karl und Marlene sind ja beide einige Wochen zu früh geboren und viele von euch fragen immer wieder, hey, wie hast du dich danach gefühlt? Ja, du wirkst irgendwie so stark auf den Videos und auch auf diesem Geburtsbericht von Marlene, aber wie sah es in dir innerlich aus? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, also ich habe mich weder stark gefühlt noch irgendwie selbstbewusst oder sonst irgendwas, sondern es war wirklich so, dass ich mich nicht so gut gefühlt habe. Gerade bei Karl war es ja so, dass das einfach ja mein erstes Frühchen war, was ich selber geboren habe. Die anderen beiden großen Kinder sind ja am ET wirklich geboren. Und na klar kannte ich das aus meinem Job, aber es ist was ganz anderes, wenn man selber Mama wird und dann selber einfach diese, ja, kleinen Würmchen hat und selber sich diese Gedanken einfach macht, oh Gott, wie wird das alles, wird es ihm gut gehen? Und ich hatte halt wirklich Angst um ihn, das muss ich ganz ehrlich sagen. Es war ja so, dass das für mich sehr unerwartet kam. Ich hatte diesen vorzeitigen Blasensprung und da war ja klar, okay, Karl wird auf jeden Fall früher geboren. Es wurde ja noch versucht, das ein bisschen hinauszuzögern, bis die Lungenreife durch war und auch mit Wehenhemmer, aber nachdem man das dann abgesetzt hat, habe ich auch sehr, sehr schnell dann auch einfach Wehen entwickelt und da war es bei ihm ja auch wirklich so eine Notfallsituation, dass die Ärzte nochmal Ultraschall gemacht haben, weil ich mich auch gemeldet hatte mit grünem Fruchtwasser und halt so das Gefühl hatte, er hat sich weniger bewegt. Das ist mir so plötzlich in den Kopf geschossen und dann haben sie Ultraschall gemacht und lange geschallt, dann hat die Assistenzärztin noch den Chefarzt geholt und dann hat der geschallt und hat gesagt, wissen Sie eigentlich, dass Ihr Kind einen Herzfehler hat? War das vorher schon mal bekannt, weil im Mutterpass hat er auch nichts davon gesehen und dann bin ich natürlich aus allen Wolken gefallen und sagte, nein, es ist nichts bekannt. Also ich wüsste es nicht, nee. Und dann war ich natürlich sehr, sehr in Sorge. Mein Mann war auch gar nicht da. Ich habe ihn angerufen und dann sollte halt alles ganz, ganz schnell gehen. Ich sollte eigentlich eingeleitet werden, aber mein Körper hat dann irgendwie total umgeswitcht sofort und ich habe dann Wehen bekommen. Und dann ist er ja auch ganz schnell geboren. Aber das war irgendwie ziemlich schrecklich, weil ich einfach Angst hatte um ihn. Ja, auch gar nicht wusste, was auf mich zukommt. Mich auch nicht darauf vorbereiten konnte. Auch nicht nachlesen konnte und so, weil ich dann ja auch einfach mit mir beschäftigt war und mit dem Wehenschmerz. Und eigentlich, bis er auf der Welt war, wusste ich nicht, was jetzt passiert und danach auch nicht. Und dann war es so, dass er ja sehr, sehr schnell geboren ist und die gar nicht auch damit gerechnet haben, weil er irgendwie innerhalb von einer Wehe plötzlich geboren ist, ohne dass das vorher absehbar war. Dann haben sie ihn halt auch gleich mitgenommen. Das heißt, wir hatten nur einen ganz kurzen Moment und dann haben sie ihn logischerweise gleich mitgenommen. Da stand dann das ganze Kinderärzte-Team und dann waren sie halt auch erstmal 1,5 Stunden weg. Klar war die Hebamme da und hat auch immer versucht, mich zu beruhigen und so, aber ihr wisst, was ich meine. Man hat einfach Angst, man weiß nicht, was los ist und man macht sich wahnsinnige Sorgen. Und in dem Moment läuft das ja alles so ein bisschen ab wie im Film und man ist zwar anwesend, aber auch nicht so wirklich. Und ja, man funktioniert einfach nur. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Und genauso habe ich mich auch gefühlt und auch nach der Geburt. Ich habe halt so mein Programm abgefahren. Okay, ich kann jetzt nicht stillen. Das heißt, ich muss pumpen. Und diese ganzen Schritte, die ich aus meinem Job kenne, habe ich halt so runtergefahren und alles erledigt. Und irgendwann nach 4 Wochen, als da war Karl ja auch immer noch in der Klinik, als ich irgendwie mal so einen Moment alleine zu Hause hatte. Mein Mann und ich haben uns abgewechselt. Er war bei Karl, ich war zu Hause, ich musste irgendwas holen. Hatte ich so einen richtigen Zusammenbruch. Also da saß ich echt bei uns im Schlafzimmer und habe geweint und geschrien und da habe ich halt so gemerkt, boah krass, ey, diese ganzen Emotionen, die sich einfach so angestaut haben, müssen jetzt einfach mal raus. Also da ging es mir richtig schlecht und da habe ich auch erst so realisiert, okay, da sind jetzt einfach super viele Dinge einfach passiert, die letzten 4 Wochen, mit denen du gar nicht vorher gerechnet hast und auf die du dich jetzt erstmal einstellen musst und nicht nur ich, da waren ja auch noch die Großen und die mussten das auch verstehen und die versucht man auch aufzufangen und ja, da ist einfach so viel anderes dann auch noch gewesen, was Platz eingenommen hat, dass man selber sich dann auch sehr zurücknimmt natürlich in der Situation und da habe ich einfach gemerkt, boah, es hat mich schon krass belastet und wo man es halt auch gemerkt hatte, war einfach bei meiner Milchproduktion, die ist ja überhaupt nicht in Gang gekommen und da habe ich auch gedacht, boah, krass, was Stress und Druck einfach auch machen kann mit dem Körper und wie der einen steuert, ohne dass man das irgendwie bewusst beeinflussen kann. Ich hoffe, ich konnte eure Frage einigermaßen beantworten, jetzt sehr ausführlich. Aber so habe ich mich gefühlt. Also ich war überfordert in der Situation und wie gesagt, ich habe erstmal funktioniert, aber irgendwann kam das dann halt auch an in meinem Bewusstsein. Und dann habe ich einfach auch eine ganz lange Zeit gebraucht, um das zu verarbeiten. Ich hatte auch einfach mehr Ängste danach. Ich war mit Karl auch ja deutlich vorsichtiger, weil wir einfach diese Klinikerfahrung dann hatten und ich einfach auch wusste, oh, er ist ein bisschen anfälliger als Frühchen. Und genau, das hat dann einfach erstmal Wochen und Monate gedauert, bis man das so verdaut hatte und ja,
ja, mittlerweile ist alles gut, aber war nicht alles so, wie es vielleicht manchmal wirkt. Also es gab schon diese Phasen, wo ich dann auch einfach dachte, boah, habe ich jetzt was falsch gemacht? Diese Vorwürfe, von denen vielen Frauen auch sprechen. Habe ich was falsch gemacht? Hätte ich das vorher merken sollen? Hätte ich das anders beeinflussen sollen? Es war ja so zwischen zwei Frauenarztterminen. Deswegen, das war so kurz vor der nächsten Vorsorge. Hätte ich vielleicht früher zur nächsten Vorsorge gehen sollen? Diese Gedanken, die man dann durchgeht, man spielt alles nochmal im Kopf durch. Hätte ich was anders machen können? Aber am Ende ist das Quatsch. Da muss man dann einfach auch gucken, dass man Abstand davon nimmt, sich da irgendwelche Vorwürfe zu machen und so. Es ist einfach so gewesen, wie es gewesen ist. Viele Dinge können wir auch einfach nicht beeinflussen und das habe ich dann auch versucht zu akzeptieren. Und die nächste Frage, wann war bei euch der richtige Zeitpunkt für das nächste Baby oder woher wusstet ihr das? Und naja, wir wussten es eigentlich nicht. Wir haben immer gesagt, ja, wir könnten uns ein viertes Kind gut vorstellen und hatten da auch Lust drauf, wirklich auf noch ein Baby. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich dann wieder schwanger war, war das gar nicht geplant und wir hatten auch nicht damit gerechnet, weil wir vorher ja eine künstliche Befruchtung hatten und uns da auch gesagt wurde, auf natürlichem Wege keine Chance, das wird nicht funktionieren. Und deswegen haben wir null damit gerechnet und ich habe es auch ehrlicherweise erst relativ spät dann wahrgenommen, dass ich schwanger bin. Irgendwann, kann mich noch ganz genau daran erinnern, saß ich im Nagelstudio und dachte so, warte mal, wann war eigentlich deine letzte Regel? Dann habe ich geguckt, oh, 8 Wochen, ist aber komisch. Und dann habe ich einen Schwangerschaftstest gekauft, echt so auf gut Dünken und mir gar nichts dabei gedacht, da drauf gemacht und dachte so, oh krass, der ist positiv. Der Klassiker, gleich noch einen zweiten hinterher gemacht, der ist auch positiv, das kann doch nicht sein. Und war dann echt, also ich war total überrascht, total perplex und habe mich gefreut, aber musste mich auch erstmal an die Situation gewöhnen, weil das einfach so auch für meinen Verstand erstmal kurz überfordernd war. Und aber dann haben wir uns total gefreut, muss ich sagen. Und das war irgendwie total schön, ja, dass Marlene sich selber den Zeitpunkt ausgesucht hat, wann sie zu unserer Familie hinzustößt. Deswegen war das gar nicht so ein aktiv gewählter Zeitpunkt bei uns. Manchmal kommen die Dinge auch einfach so, wie sie kommen. Und die nächste Frage, streitet ihr euch eigentlich? Und ich gehe jetzt davon aus, dass ihr meinen Mann und mich meint. Und ja, definitiv. Also nochmal, bei uns ist nicht immer alles so perfekt, wie das vielleicht manchmal aussieht. Wirklich nicht, überhaupt nicht. Und wir geraten ehrlicherweise ziemlich oft aneinander, weil ich auch ein kleiner Dickkopf bin und ich bin extrem ungeduldig. Und mein Mann ist genau andersherum. Er hat echt einen langen Atem und ist immer mega entspannt. Und das bringt mich manchmal auf die Palme. Gerade wenn ich irgendwelche Dinge sehe, die erledigt werden müssen oder denke, das muss jetzt noch abgearbeitet werden, weil ich immer so den Blick weit vorgerichtet habe, einfach weiß, die nächsten Wochen steht das und das und das noch an und es wäre gut, wenn wir es jetzt erledigen. Und mein Mann ist da halt immer tief entspannt, ja, alles gut, können wir auch noch morgen machen und da geraten wir schon öfter mal aneinander und streiten uns auch. Und auch da sind wir übrigens ganz unterschiedlich, wir streiten ganz unterschiedlich. Ich bin eher so temperamentvoll und möchte dann diskutieren und alles aussprechen, was ich denke und er ist auch da sehr entspannt und sagt, ey, das können wir auch noch morgen besprechen. Bleib mal locker und das macht mich dann ehrlicherweise immer noch wütender. Aber mittlerweile haben wir uns ganz gut arrangiert und ich bin auch an den Punkt gekommen, dass ich denke, hey, man muss auch nicht alles aussprechen, man muss auch nicht alles bis ins Einzelne oder Letzte ausdiskutieren. Und da habe ich dann auch schon einfach ein bisschen was von ihm gelernt. Aber wie gesagt, ich glaube, Meinungsverschiedenheiten und Differenzen sind völlig normal in einer Beziehung, in einer Partnerschaft, in einer Ehe. Also ich finde es immer wahnsinnig wichtig, einfach darüber zu sprechen und sich auszutauschen. Aber auch das empfindet halt jeder anders. Ich finde das wichtig. Mir geht es dann persönlich besser und ich habe das Gefühl, hey, wir können zusammen an der Lösung arbeiten. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das macht. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Mein Name ist übrigens Laura Roman Höhn. Ich bin Hebamme seit über 10 Jahren und selber Mama von 4 Kindern. Und auf meinem Kanal geht es rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt und Babys erste Lebensjahre. Und wenn ihr noch mehr zu all diesen Themen erfahren wollt, dann schaut auch unbedingt hier bei unserem Kursprogramm vorbei. Und die nächste Frage, die immer wieder kommt, wollt ihr noch mehr Kinder? Und ja, ganz ehrlich, ehrlicherweise bin ich mir unsicher, aber ich würde die Frage auch nicht verneinen. Von daher würde ich sagen, ja, ich könnte mir das schon vorstellen. Mein Mann definitiv, der sagt das auch, er hätte gerne noch ein Kind. Also eigentlich könnte ich mir das auch gut vorstellen. Allerdings ist dann immer so die Frage, wann? Und das kann ich ehrlicherweise gerade gar nicht sagen. Es stehen bei uns so irgendwie so viele Dinge an und ja, im Alltag ist alles manchmal so wuselig und geht alles so durcheinander, dass ich immer denke, nein, es muss erst etwas ruhiger werden bei uns. Im Prinzip wird es ja nie ruhiger und es gibt nie den perfekten Zeitpunkt. Vielleicht könnt ihr das auch nachempfinden und genauso ist es, aber ich könnte mir doch eigentlich auch noch ein Baby vorstellen. Ja, vielleicht.
Und die nächste Frage, hattest du bei allen vier Kindern eine Spontangeburt? Und ja, ich hatte bei allen vier Kindern eine Spontangeburt, aber das war auch nicht immer vorher so abzusehen. Denn zum Beispiel bei Karl war das ja so eine schon eine kleine Notfallsituation und man wusste nicht, hey, wie geht das jetzt aus und wie geht's ihm wirklich? Und da habe ich auch gleich gesagt, wenn ein Kaiserschnitt jetzt an dieser Stelle besser ist, dann bitte machen wir das. Hauptsache, ihm geht's gut. Und da hieß es aber, nee, wir warten jetzt erstmal, ob du eigene Wehen bekommst oder wie das mit der Einleitung ist. Aber ansonsten würden wir das auch ganz großzügig machen, sobald wir das für nötig erachten. Und von daher, man weiß nie, wie die Geburt laufen wird. Man weiß nie, wie die Geburt am Ende dann auch abläuft, ob es so läuft, wie man sich es vorgestellt hat oder ganz anders. Das muss man wirklich auf sich zukommen lassen. Und bei mir war es 4-mal spontan. Aber wie gesagt, das war auch überhaupt nicht vorher abzusehen. Und jede Geburt ist anders und jede Geburt ist ganz individuell. Von daher lasst das einfach auf euch zukommen. Das finde ich ganz, ganz wichtig und vergleicht euch dann nicht, weil man kann es nicht miteinander vergleichen. Wie gesagt, jede Geburt ist individuell. Falls ihr noch mehr Fragen an mich habt, dann schreibt sie doch mal in die Kommentare. Dann würde ich noch einen Teil 2 auf jeden Fall für euch drehen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und schaut auch in dieses Video hier rein. 5 Fragen an eine Wöchnerin, an die liebe Jody von Team Tapia. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag, ihr Lieben. Und bis ganz bald. Was sagst du dazu? Sie sagt ja.